Meine liebe Damen und Herren, recht herzlich willkommen in unserem Programm von Argus Guides. In diesem Programm präsentieren wir Ihnen die verborgenen Schätze Sloweniens. Mein Name ist Mateja und ich komme aus Ljubljana. Und dieses Mal lade ich Sie ein, unsere grüne Ring von Ljubljana zu entdecken. Dieser Ring erinnert uns an die Zeiten im Zweiten Weltkrieg. Nämlich im Zweiten Weltkrieg, Ljubljana wurde von Faschisten okkupiert und im Februar 1942 haben die eine Begrenzung gemacht. Das war ein Stacheldrahtzaun, so ungefähr 30 Kilometer lang, mit verschiedenen Wachtürmen, Bunkern und sogar Minenfeldern. Also die haben alles streng kontrolliert, was kam rein und raus. Und die Einwohner, die wurden wirklich begrenzt für 1170 Tage. Nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat einen schönen, angenehmen Weg eingerichtet, so ungefähr 4 Meter breit und es gibt verschiedene Bäume, 7500 Bäume, die bieten uns wirklich super schöne Schatten im Sommer, wenn es heiß ist, dann im Herbst zum Beispiel verschiedene schöne Farben, im Winter, wenn es ein bisschen Schnee gibt, ist sehr schön weiß und natürlich auch im Frühling, wenn alles so frisch und grün ist. Dieser Weg ist eigentlich ziemlich einfach zu finden. Sie bekommen so einen Stadtplan in Ljubljana mit dieser grünen Drache. Gewöhnlich braucht man nur das Zentrum, das ist dieser Teil hier. Ja. Aber heute lade ich Sie ein, dass Sie diesen Plan umdrehen und finden Sie dann einfach eine gelbe Linie. Das ist unser Autobahnring und in der Nähe von dieser Linie befindet sich auch eine Linie mit roten Punkten und das ist dieser Weg der Erinnerung und Freundschaft. Ja? Wie gesagt, 32 Kilometer lang. An der anderen Seite, es gibt keine Probleme, auch im Terrain das alles zu finden. Nämlich es gibt Wegweiseren, Boot. Und auch auf dem Boden gibt es so Messingscheiben, wo ist geschrieben Boot und dann gibt es auch die rote Sterne. Einfachste wäre das alles aber mit uns zu besuchen. Also meine liebe Damen und Herren, warum sollten wir nicht das bereichern? Unsere Stadtbesichtigung zum Beispiel bereichern wir mit einem Besuch von Friedhof Schaale, dann haben wir Architekturmuseum, wir haben Teil von Cossese, Sporthalle, Stožice und so. Und da in der Nähe befindet sich auch dieser Weg. Und da könnten wir ruhig noch 10 oder 15 Minuten spazieren gehen. So. Meine liebe Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen neuen Grund gefunden, Ljubljana zu besuchen. Das wäre unser Wunsch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bald. Na svidenje.